Hallo, dies ist wieder Xen Squad mit Mega Man 8, heute mit Tengu Man. Ein Tengu Man. Nett. Ach ja, eine Sache, die ich in der letzten Folge nicht erwähnt habe. Ich habe keine Ahnung, warum es bei diesen animierten Zwischensequenzen, warum es da... Ah, okay. Ich dachte schon, der Bildschirm wird sich von selber bewegen. Ich habe keine Ahnung, warum da der Bildschirm so einen Grauschleier bekommt. Fliegende Wale, klar. Wow. Das sind definitiv nicht viele. In der Menge werden Metros dann doch wieder anstrengend. Okay, das Element gibt's hier also auch. Schön. Oder eben nicht. Auf jeden Fall mit einer interessanten Physik. Naja, okay, war also dramatisch. Yeah. Ja, übertreibt's nicht. Nein, oder? Oh mein Gott. Aha. Könnt mich alle in Ruhe lassen. Oh, hallo. Ein Abschirm mehr oder weniger. Oh nein, 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 nein. Weg mit dir. Weg mit euch dummen Drachen. Ich kenne euch alle noch. Ja, genau. Ihr werdet diese problematischen Viecher. Gut, dass Otto dabei ist. Aber nettes Element grundlegend. Was zur Hölle? Okay, was ist mit diesem Spiel los? Wow. Aha. Ach, wir sind noch nicht fertig, aber Hauptsache, ich verliere meine ganzen Zusatzfähigkeiten. Danke. Ach Gott. Ja, der Gute ist mir ehrlich gesagt lieber als Eddie. Raketen sind da ein bisschen sinnvoller als... Ich hab nichts gesagt. Verschwindet. Oh, wieder ein Leben. Danke. Ach so, das soll mir tatsächlich nur die Sicht blockieren. Okay. Weg mit euch allen. Besteht die Welt da tatsächlich zum Großteil aus solchen Passagen? Aber hey, ich habe Gradius 3 durchgespielt, dann kriege ich das ja auch hin. Denke ich. Ah. Ja, oh mein Gott, bist du gefährlich. Hätte ich nicht sagen dürfen. Hätte ich nicht sagen dürfen. Ja, genau in dem Moment werde ich so nachtsam, dass ich getroffen werde. Muss ja so sein. Noch ein bisschen was, um meine Lebenspunkte aufzufüllen. Würde mich wundern, wenn es dann... Ach ne. Okay. Das war dann die Passage. Ich bleib mal hier drüben, wenn es nicht stört.
Okay. Geschafft. Eine nette Level-Idee grundsätzlich, aber... kann halt auch ganz gut nerven. Naja, Schraube habe ich jetzt nicht gekriegt. Können wir später mal schauen, was wir uns dafür alles holen können. So nach dem zweiten Gegner oder so. Yay, Waffenenergie. Kurz vor dem Boss. Na dann. Unser erster Boss. Tengu Man. It's just a kid. Don't make me laugh. Werden wir gleich sehen. Was mache ich denn? Wieso springe ich da immer zu spät? Wow. Ah ja, so funktioniert der Angriff, wenn ich gerade nicht unverwundbar bin. Okay. So viel zu, ich habe ihn noch im Kopf. Aber ja, die Musik erkenne ich wieder aus einem Mega Man Fangame. Immer wieder. Whoa. Sagt er ernsthaft, shoot. So dumm. Gott, war das dumm von mir gerade. Wow. Angenehme Geräusche. Ach so heißt das Spiel. Ah, danke. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, was 7 oder 8. Okay, der erste ist geschlagen. Dann... ja gut. Ist der erste der vier erledigt? Beim nächsten Mal, hey, sag mal, aber dann einfach Frostman. Gehen wir einfach mal im Uhrzeigersinn durch. In dem Sinne, ich bin Xi und ich bin nächstes Mal wieder bei Mega Man 8. Bis dann, Leute. Ciao.